Wer über Glück und Unglück nachdenkt, kann dem Kind verglichen werden, das am Ufer sitzt und versucht, das Meer mit dem Löffel auszuschöpfen. Was er mit seinem Löffel herausbringt, wird nicht hinreichen. Unser Denken stellt uns nicht frei von dem, was wir bedenken. Wir können unsere Zukunft nicht vorwegnehmen, können uns nicht sichern gegen das, was auf uns zukommt, weder gegen die Zufälle noch gegen das Geschick. Die Sicherheit selbst kann verderblich sein. Was in Macbeth die Hekate zu den Hexen spricht, trifft zu. Dort sagt sie, denn wie ihr wisst, war Sicherheit des Menschen Erbfeind jederzeit. So war es und ist es, weil sie ihn blind macht gegen das heraufziehende Unheil und Unglück. Steht es mit Glück und Unglück und ihrem Wechsel ebenso? Ist die Eule des einen, wie das Sprichwort sagt, die Nachtigall des anderen? Mit anderen Worten, wird das, was Zufall oder Geschick jemandem zuwenden, einem anderen weggenommen? Oft ist es so, die Glücksgüter wechseln den Besitzer. Doch gibt es Güter, die niemandem weggenommen werden, die auch von einem anderen nicht weggenommen werden können. Sie gehören zu dem Verlässlichen und Dauernden, wenn von Verlust und Dauer bei der Kürze des Lebens gesprochen werden darf. Über Glück und Unglück denkt nicht nur jeder nach, er erfährt auch als Handelnder und Leidender, was sie vermögen. Auch diejenigen sind davon nicht ausgenommen, die den inneren Menschen gegen beide wappnen wollen, das heißt die Philosophen. Wenn sie ihn zu beruhigen versuchen, ihm Gelassenheit anraten und Mittel der Stärkung und des Trostes nennen, setzt das alles Glück und Unglück schon voraus. Wenn sie den Menschen unerschütterlich, unempfindlich machen wollen, sind beide schon da. Doch denkt jeder zunächst an sein Los, das heißt an das, was ihm zugeteilt ist und vorenthalten wird. Er vergleicht es mit dem Los anderer. Und da die Lose verschieden sind, sind auch die Gedanken verschieden. Was dem einen als Glück erscheint, lässt den anderen kalt. Und mit dem Unglück verhält es sich ebenso. Darüber sind die Sieger und die Besiegten von jeher anderer Ansicht. Da es nun in den Köpfen so bunt zugeht und die Gedanken sich nicht nur unterscheiden, sondern auch verkehren und ins Gegenteil verwandeln, gibt es keine Wissenschaft des Glücks und Unglücks. Wenn es sich so verhält, wo ist dann Rat zu holen? Soll der, der ihn sucht, sich an die Dichter wenden, die das Trauerspiel und das Lustspiel ersonnen haben, in denen nichts anderes als Glück und Unglück des Menschen abgehandelt wird? Oder soll er sich an die weißen Raben wenden, das heißt an die seltenen Meister, welche die Nachwelt als die Weisesten verehrt? Gut wird beides sein, doch bleibt die Wahl jedem überlassen. Womit also beginnen? Wenn auf die Zeitalter abgesehen wird, so war die Überzeugung der Griechen, dass nur das erste ein goldenes Zeitalter war, in dem die Erde in Fülle das brachte, was der Mensch benötigte, indem er sorglos und schuldlos lebte. Das goldene Zeitalter gehört wie das Paradies, das ein Garten war,
der Vergangenheit an, nicht der Zukunft. Beide liegen im mythischen Bereich, nicht im geschichtlichen, nicht in der Eisenzeit, in der wir noch leben. Dem entspricht zu allen Zeiten die Überzeugung, dass das Glück etwas Jugendliches, der Jugend zugehöriges ist. Nimmt es im Alter ab, dass es sich so verhält, sagt der alte Mensch, der auf seine Jugend zurückblickt und sie seine Glückszeit nennt. Das Alter, heißt es, ist selbst eine Krankheit. Wenn der Mensch altert, nehmen seine Kräfte ab und er vergisst das, was er erlernt und an Wissen erworben hat. Anders verhält es sich mit dem Erinnernden. Es bleibt das, was es war. Wenn ein junger Freund stirbt, bleibt er jung. Was grün und frisch war, bleibt im Erinnern grün und frisch. Und die Jugendlichkeit des Erinnerten, dass die Jugendlichkeit des Erinnerten im Alter nicht verloren geht, dass im Vergangenen seine Gegenwart sich zeigt, gehört zur Kindlichkeit des Alters, dessen Glück ein Erinnertes ist. Es ist auch gesagt worden, dass das Glück etwas Heidnisches ist. Der Abbé Galiani war dieser Ansicht. Er unterschied zwischen Religionen der Jugend und des Alters. Heiter und jugendlich nennt er die heidnische Antike, alt und traurig das Christentum. Das Sinken der Heiterkeit führt er nicht auf die Verderbnis der Sitten zurück, sondern auf die ungeheure Vermehrung der Kenntnisse. Die Mehrung des Wissens, behauptet er, bereichert den Menschen nicht, sondern führe zur Leere, die Leere zur Traurigkeit und zum Leiden. Er ist nicht der Erste, der das sagt, dass das Wissen nicht das Glück, sondern den Schmerz mehrt, sagt ein weitaus älterer Spruch, Scientia auget dolorem. Wie verhält es sich mit der Behauptung, dass das Glück etwas Heidnisches, nicht etwas Christliches ist? Woran dachten die Griechen, wenn sie von Glück und Unglück sprachen? Spender und Glücksbringer sind alle Götter. Unheil und Unglück bringen sie denen, die ihren Bereich verletzen. Die Göttin des Glücks, die von Pindar eine Tochter des Zeus genannt wird, ist die Tyche. Wenn es von ihr heißt, dass sie eine Lenkerin des Zufalls ist, ist das widersprüchlich. Ein Geschehen, das von Göttern oder Menschen gelenkt wird, nennen wir nicht Zufall. Erst in einer späteren philosophischen Zeit wurde der ungelenkte Zufall Tyche genannt. Zu den Attributen der Tyche gehört das Ruder. Es zeigt ihre lenkende Kraft an. Sie ist die Kybernetera, welche das Steuerruder des Lebens führt. Dargestellt wird sie mit der Kugel, deren rollende Bewegung den Wechsel anzeigt und dem Horn, aus dem Überfluss und Reichtum kommt, auch hält sie den Gott des Reichtums auf dem Schoß. In Rom gilt diese Verehrung der Fortuna, welcher die gleichen Attribute beigegeben sind wie der Tyche, das Ruder, die Kugel, das Füllhorn. Die Römer haben ihre Attribute gemehrt und haben mir eine große Zahl von Beinamen gegeben, die Plutarch in seiner Schrift über die Fortuna gesammelt hat. Glück, Größe und Ruhm sind dem Walten der Fortuna untrennbar verbunden. Nicht nur gibt es eine Fortuna privata für die Familie und eine Fortuna publica für den Staat und das römische Volk. Jeder Stand hat seine Fortuna. Patrizier, Ritter,
und Plebejer haben ihre eigene, wie Kinder, Mädchen, Jünglinge, Frauen und Männer ihre eigene haben. In Praeneste, wo die Fortuna einem Losorakel vorstand, wird sie zur Fortuna Primigenia erhöht. Als Primigenia ist sie die Erstgeborene und Allerzeugende, als deren Kinder alle Götter, selbst die Höchsten, erscheinen. Plutarch sagt von ihr, dass sie alle Länder verlassen und ihnen den Rücken zugewandt habe, um sich in Rom niederzulassen. Dort sei sie von der rollenden Kugel herabgestiegen, habe die Flügel abgelegt, die Schuhe ausgezogen und sei für alle Zeit in Rom geblieben, als Weltherrscherin, die über Rom den Reichtum der ganzen Erde ausgeschüttet habe. Aber auch das Geschick Roms zeigt, dass Fortuna nicht immer beständig, treu und hold ist. Ihr Walten wird auch verlockend, zweifelhaft, kurz und schlecht genannt. Sie hilft denen, die ihre Lieblinge sind, streift andere nur im Fluge, nähert sich vielen nie. Der Mensch, der durch Spenden, Opfer, Gebet die Göttin günstig zu stimmen sucht, ist stets unsicher und von Unruhe und Sorge nicht frei. Wer glaubt, sie erzürnt zu haben, reinigt sich von diesem Vorwurf, sucht sie zu versöhnen, prüft durch Lose, ob sie ihm geneigt oder abgeneigt ist. Im römischen Staat ist der Kult Bestandteil der staatlichen Rechtsordnung, nicht des privaten, sondern des öffentlichen, sakralen Bereichs. Rechtsbeziehungen bestehen zwischen dem Bereich der Götter und der Menschen, doch der Bereich des Rechts und Unrechts ist nicht der Bereich, welcher der Fortuna untersteht. Beide Bereiche decken sich nicht, können sich aber überschneiden wie alle anderen. Die Macht der Fortuna umfasst alle Bereiche. Wie aber wird sie erkannt? Sie gibt Zeichen, auf die geachtet wird, sei es wie in Praeneste durch Lose, sei es durch den Gang des Geschehens selbst. Unter den Zeichen bilden die Vorzeichen eine eigene Gruppe. Omen ist ein Zeichen, das auf ein zukünftiges Geschehen verweist, das etwas vorwegnimmt. Als glückbringendes oder unheilverkündendes Zeichen verlangt es nach einer Deutung. Eine Eule ruft, und das ist nicht nur ein Vogelruf, sondern betrifft den, der ihn hört. Er steht mit dem linken Fuß auf oder ihm entfällt ein Wort, das als Vorzeichen gedeutet wird. I secundo nomine heißt es beim Abschied. Geh mit einem guten, glücklichen Omen, in Gottes Namen, wie wir sagen würden. Omen und Numen werden unterschieden. Im Numen liegt das Winken und Nicken, der Wink und der Wille der Gottheit. Die sichtbare oder unsichtbare Anwesenheit eines Gottes ist numinos. Omen und Numen können erkannt oder verkannt werden. Die Erscheinung der kämpfenden Adler über der Volksversammlung in Ithaka wird von den Freiern für einen Vorgang in der Vogelwelt, für ein natürliches Geschehen gehalten. Von dem Seher und Vogelschauer Halitherses aber als Zeichen der bevorstehenden Heimkehr des Odysseus, als Vorzeichen erkannt, das den Untergang der Freier Kraft eines göttlichen Ratschlusses anzeigt. Numen ist in einem weiteren Sinne nicht nur das Zeichen. Die Landschaft, der Ort, ein Hain, Wald, See, an denen die Gottheit spürbar wird, sind numinos.
Die Inseln, auf denen Odysseus verweilt, sind numinose Inseln. An einem solchen Ort ist der, der ihn betritt, wie Vergil sagt, multo numine suspensus. Schauder der Ehrfurcht, ein Vorgefühl ergreifen ihn. Der Genius Loci, den jeder Ort besitzt, steigert sich zur Ahnung und zur Gewissheit göttlicher Nähe und Anwesenheit. In dem allen bestätigt sich die Überzeugung, dass der Grund und Zusammenhang des Geschehens numinos ist. Glauben und Aberglauben voneinander zu sondern ist ein schwieriges Unternehmen, weil beiden das Fürwahrhalten gemeinsam ist. Gläubig und abergläubisch war und ist der Mensch immer. Das Wort Aberglaube ist wohl nach dem lateinischen Wort Superstitio gebildet worden, das sich in manchen Sprachen erhalten hat, so im Italienischen, Französischen und Englischen. Glaube und Aberglaube gehen in der römischen Superstitio zusammen. Das Wort umfasst beides, auch die Weissagungen oder so bei Vergil Eid und Schwur. Cicero wiederum nennt die Philosophen Superstitios. Der Aberglaube wird oft als ein Relikt bezeichnet, als Überbleibsel einer verschwundenen magischen Welt, die vom Zauber regiert wurde. Er gilt als ein abgesunkener Bereich, der sich in der Volksreligion erhalten hat. Jakob Grimm sagt in seiner deutschen Mythologie, in der er zwischen tätigem und leidendem Aberglauben unterscheidet, der Aberglaube bildet gewissermaßen eine Religion für den ganzen niederen Hausbedarf. Insofern er nun diesen Bedarf befriedigt, wurde er auch Rockenphilosophie genannt, so in der Chemnitzer Rockenphilosophie, einer Sammlung von abergläubischen Sprüchen und Praktiken. Der Rocken ist ein Spinnrocken und das spöttische Wort besagt, dass an ihm diese Philosophie vorgetragen wird, also eine weibliche Angelegenheit ist. Dem allen mag so sein, doch reichen solche Aussagen nicht an die Wurzel und können sie nicht ausgraben. Magie wird im Bereich des Aberglaubens immer getrieben. Sein Bereich ist nicht geringer als in früheren Zeiten. Und er kann nicht geringer sein, weil er zu allen Zeiten in enger Verbindung steht mit Glück und Unglück, das jeden Menschen beschäftigt. Deshalb ist auch das Wissen von ihm nicht frei. Und in den klügsten Köpfen treiben abergläubische Vermutungen, Wünsche, Erwartungen und Hoffnungen ihr Wesen und Unwesen. Sie verschwinden nicht dadurch, dass der Verstand sich über sie lustig macht. Psychischen Mächten und Kräften ist auf diese Weise nicht beizukommen. Eben das, was am Aberglauben grün, roh und einfältig scheint, zeigt seine Macht. Was am Glück und Unglück zufällig scheint, kommt von außen. Der Zufall ist, metaphysisch gedacht, ein Akzidenz. Per Akzidenz geschieht das, was zufälligerweise geschieht. Als Akzidenz gilt jede Eigenschaft eines Dings, die nicht wesentlich und beharrlich zur Substanz gehört. Wie andere Unterscheidungen, so macht auch diese, wenn sie durchdacht wird, Schwierigkeiten. Schon die Gleichsetzung des Veränderlichen und Unwesentlichen weckt Zweifel. Stoff und Form der Dinge verändern sich und die Substanzen bleiben davon nicht unberührt. Die Dinge, von denen alles
Veränderliche abgezogen wird, sind keine Dinge mehr, sondern Begriffe. Zufall ist das Wort, das die Mystik des 14. Jahrhunderts für das Akzidenz gesetzt hat. So steht es bei Meister Eckhart. Wer heute an den Zufall denkt, der denkt nicht an eine Lenkung, sondern an ein Geschehen, das absichtslos, unvorhergesehen, ungelenkt sich einstellt. Der Zufall gilt als ein Geschehen, das nicht geschehen musste, nicht zu geschehen brauchte. Dem entspricht die Definition Kants, die besagt, dass zufällig das ist, das Nichtsein möglich ist. Für ihn sind alle Dinge der Sinnenwelt zufällig. Das sind Negationen, die weit reichen, über das zufällige Geschehen selbst aber nichts aussagen. Zu bedenken ist zunächst, was das Wort selbst sagt. Der Zufall ist stets gerichtet. Als Zufall gilt das, was auf uns zufällt. Fällt ein Ziegel vom Dach, sehen wir darin keinen Zufall, sondern setzen Ursachen dafür. Wir beruhigen uns damit, dass der Ziegel sich gelockert hatte, dass ihn der Dachdecker nicht sorgfältig befestigt hatte, dass er morsch war, brüchig oder eine andere Ursache ihn zum Fall brachte. Fällt und verletzt aber der Ziegel einen Passanten, der unterwegs war und ein Ziel hatte, wird das Zufall genannt. Seine gelenkte, beabsichtigte Bewegung wird durch eine ungelenkte, unbeabsichtigte unterbrochen. Der Bereich des ungelenkten Zufalls, sei er kausal oder wahrscheinlich gedacht, beherrscht heute weithin das Denken, nicht nur das Wissenschaftliche, sondern auch das des Laien. Woran denkt jemand heute beim Zufall? Vielleicht an gar nichts, vielleicht an Statistik, Wahrscheinlichkeit und ihre mathematische Verrechnung, im Versicherungswesen etwa, oder als Physiker an Zufallszahlen, die sich bei radioaktiven Zerfallsvorgängen ergeben, oder an Treffer, die in einer Folge von Mutationen sich zeigen. Muss nicht, so kann gefragt werden, in einer Welt, die als zufällig angesehen wird, alles zufällig sein? Nicht nur das Geschehen, sondern auch der, der von ihm betroffen wird? Doch eine solche Annahme kann, da sie selbst zufällig ist, zurückgewiesen werden. Können aber die Zufälle sich mehren? So wie sich heute im mechanischen Verkehr die Unfälle mehren, die als Zufälle begriffen werden. Daran lässt sich nicht zweifeln. Und zweifeln lässt sich nicht daran, dass es Menschen gibt, in deren Leben der Zufall sich häuft, sei es ein glücklicher oder unglücklicher. Unter ihnen sind solche, die vom Zufall nicht nur betroffen werden, sondern ihn in Gang setzen und sich von ihm abhängig machen. Ein solcher Mensch ist der Spieler, der an einem Glücksspiel teilnimmt. Glücksspiele sind auf den Zufall, nicht auf Geschicklichkeit eingestellt. Bei ihnen ist der Zufall ungelenkt und seine Lenkung durch den Spieler würde nichts anderes sein als Betrug, wie er bei der Roulette, beim Würfelspiel, über dessen Zufälligkeit Pascal nachdachte, bei den Kartenspielen und allen anderen auf den Zufall abgestellten Spielen Betrug wäre. Der Spieler im Glücksspiel ist abergläubisch,
Wenn er an Glückssterne, Glückszahlen, Talismane, Amulette glaubt, an Vorzeichen, die den Zufall lenken. Solche Vorzeichen sind nicht auf das Glücksspiel beschränkt, sondern besetzen alle Bereiche. Zeichen haben eine Bedeutung. Sie verweisen auf etwas anderes. Sie sind willkürlich gesetzt, doch wird die Willkür begrenzt und an ihrer Bedeutung in Schrift, Bild und Zahl festgehalten, weil sonst ein Verstehen nicht mehr möglich wäre. Wenn jeder seine eigenen Zeichen hat, deren Bedeutung nur er kennt, hört das Verstehen auf. Solche Zeichen sind Geheimzeichen und auch an ihnen fehlt es nicht. Mit den Zeichen, die der Aberglaube setzt, verhält es sich nicht anders. Verstehen kann sie nur der, der ihre Bedeutung kennt. Der Kuckuck ruft, eine schwarze Katze läuft über den Weg, ein Bild fällt von der Wand, ein Spiegel zerbricht, eine Uhr stellt ihren Gang ein, eine Tür öffnet sich von selbst. Solche Vorzeichen gibt es in Unzahl. Hier sei nur an eines erinnert, an die glückbringende Begegnung mit dem Schornsteinfeger. Ihn zu sehen bringt Glück. Sicherer noch ist die Glückserwartung, wenn er berührt wird. Ist es der Russ, welcher Glück bringt? Nein, der Handwerker gehört dazu. Und es macht nichts aus, ob er Meister, Geselle oder Lehrling ist. Voraussetzung dabei ist, dass er seine Arbeitskleidung trägt. Seit wann immer diese Begegnung eine gute Vorbedeutung hat, sie kann nicht älter sein als die Schornsteine und die Schornsteinfeger. Wo keine Bedeutung ist, geht der Schornsteinfeger unbemerkt vorüber. Auch darf eine Begegnung, die als glückbringend gilt, nicht alltäglich sein, darf sich nicht häufen. Und sie verliert ihre Bedeutung dort, wo sie absichtlich herbeigeführt wird. Der Zufall darf nicht gelenkt werden. So darf ein vierblättriges Kleeblatt nicht gesucht werden, sondern muss absichtslos gefunden werden. Ein eigenes Handeln setzen solche glückbringenden Vorgänge nicht voraus. Bei anderen, die bedenklich sind, kann ein eigenes Tun hinzukommen. Jemand verspricht sich, er klopft ans Holz, wenn ihm etwas Gutes gewünscht wird. Das kann als eine Beschwichtigung der Nemesis gedeutet werden. Er stolpert oder steht mit dem linken Fuß am Morgen auf. Ungünstige Vorzeichen können gemieden, können auch zurückgenommen werden. Wer die Zahl 13 für eine Unglückszahl hält, meidet ein Zimmer mit der Zahl 13 und setzt sich nicht als 13. an einen Tisch. Wer beim Verlassen des Hauses an die Schwelle stößt und stolpert, kann über die Schwelle zurückgehen. Das Stolpern geschieht absichtslos. Seine Rücknahme absichtlich. So wie beim Zaubern ein eigenes Handeln vorliegt, das Nutzen oder Schaden bringen soll, so beim Aberglauben. Schon der böse Blick gilt im Orient als unheilvoll. Absichtlich werden abergläubische Handlungen vorgenommen, denen eine Zuwendung von Glück oder Unglück zugrunde liegt. Glück und Unglück sind nicht selbst Zeichen, sondern werden durch Zeichen angekündigt. Wenn nun das verständige, vernünftige Denken solche Zeichen ablehnt, nicht deshalb, weil sie eine Last sind, sondern weil sie für Unfug gehalten werden, der aus den Köpfen ausgetrieben werden muss, so verkennt es doch ihre Wirksamkeit. In einem Denken, das logisch oder kausal verfährt, ist für Glück und Unglück kein Platz.
Deshalb verfügt es nicht über die Mittel, den Aberglauben zu beseitigen. Zwischen Haben und Sein wird unterschieden. Und diese Unterscheidung gilt auch für Glück und Unglück. Dass jemand Glück hat, sei es im Glücksspiel, sei es, dass er einen Pfund, einen Fang, eine Beute macht, sei es, dass ihm eine unerwartete Erbschaft zufällt, wird, wie schon das Wort sagt, dem Zufall zugeschrieben. Verschwindet unerwartet ein Gegner oder Feind, der im Wege steht, gilt das als Glücksfall. Als Unglücksfall sein ebenso unerwartetes Erscheinen. Wer auf diese Weise Glück oder Unglück hat, braucht nicht glücklich oder unglücklich zu sein. Wer den Zufall mehrt, wie das der Glücksspieler tut, setzt sein Glück aufs Spiel. Die Regel wird sein, dass er alles verliert. Der Spieler ist ein Abenteurer und wie jeder Abenteurer, der sich auf den Zufall verlässt, mehrt er seine Glücks- und Unglücksfälle. Über das Zugefallen aber entscheidet nicht mehr der Zufall, sondern der, dem etwas zugefallen ist. Gewinn und Verlust hängen davon ab, ob jemand seinen Glücks- oder Unglücksfällen gewachsen ist. Zerstreut und verschwendet er das Zugefallene, wird sein Glück nur kurz sein. Sein Unglück wird heilsam sein, wenn er den Anteil, den der Zufall daran hat, von dem anderen sondert, den er sich selbst zuzuschreiben hat. Die häufigste Frage nach einem Unfall, nach einem Unglücksfall ist, warum musste das gerade mir zustoßen? Aber diese Frage kommt zu spät. Näher liegt die Erwägung, dass dieser Unglücksfall nur ihm und keinem anderen zustoßen konnte. Der Zufall hat weder etwas Hohes, noch ist in ihm Beständigkeit. Sein Fallen ist gleichgültig und gibt weder Neigung noch Abneigung zu erkennen. Dass jeder Glück haben will und vom Unglück verschont sein möchte, trifft zu. Aber er möchte auch glücklich sein. Und dieses Glück hat mit dem Zufall nichts zu tun und verlangt nach Dauer. Gibt es ein Recht auf ein solches Glück? Besteht ein Anspruch, eine begründete Forderung? Nein. Obwohl solche Ansprüche und Forderungen geltend gemacht werden. Dass Recht und Glück sich nicht decken, wurde schon gesagt. Muss jeder, der glücklich sein will, etwas hinzutun? So ist es. Der Stillstand der Bewegung ist kein Glück, sondern ein Ende. Für ein rein vegetatives oder animalisches Glück ist der Mensch nicht geschaffen. Ohne Tätigkeit ist er nicht glücklich. Er muss tätig sein, muss, wie es heißt, der Schmied seines Glückes sein. Mit dem Zufall kann niemand schmieden, er ist kein Handwerker. Doch hat der Spruch etwas Hartes. Glücklich kann ja schon der sein, der einen Vogel singen oder pfeifen hört. Und im Gedicht heißt es, dass dem in der Welt wohl ist, der seine Sache auf nichts gestellt hat. Das Glück hängt nicht von der Stellung ab, von der jemand abhängt. Dass der Mensch, der sich isoliert oder isoliert wird, sich vom Glück entfernt, trifft zu. Enden die Begegnungen, so endet auch das Glück. Wiederum ist es so, dass viele, ja die meisten Begegnungen zwischen Menschen zufällig sind. Nachbarliche Begegnungen wecken diesen Anschein nicht. Nachbarschaft ist nichts Zufälliges. Aber in der Großstadt nimmt die Nachbarschaft ab
und die Begegnungen von Passanten auf den Straßen, von Leuten, die, wie das Wort sagt, aneinander vorübergehen, haben etwas Zufälliges. Sie treffen sich ohne Verabredung, ohne Absicht, Zweck und Ziel und sind zufällig. Ein solches Treffen ist kein Treffer, der Gewinn oder Verlust anzeigt. Eine ganz andere Frage ist, wem wir in unserem Dasein begegnen. Das Zufällige einer Begegnung endet, wenn sich an sie Verabredungen knüpfen, die zu Bekanntschaft, Freundschaft und Liebe führen. Von jeher ist behauptet worden, dass die Begegnungen der Geschlechter zufällig sind. Die Philosophen, die sich mit dem Glück und Unglück der Liebe wenig beschäftigen, neigen zu dieser Ansicht. Dass viele dieser Begegnungen nicht nur unvorhergesehen sind, sondern flüchtig, zufällig wie die Gelegenheit, die dabei im Spiele ist, lässt sich nicht bestreiten. Nicht nur im Glücksspiel, auch in den Beziehungen der Geschlechter zeigt sich der Zufall. Wenn sie spielerisch sind, wechseln die Partner. Neugier ist an ihnen beteiligt. Auch kommt dort, wo der Trieb allein bestimmt, die Neigung nicht in Anschlag und auf die Person kommt wenig oder nichts an. Wo aber Neigung ist, endet der Zufall. Neigung ist das Band, das sich zwischen Liebenden knüpft, und der Zufall ist kein Band. Neigung aber ist kein Anspruch, kann nicht gefordert werden. Glück und Unglück der Liebe unterstehen dem Willen nicht. Die Neigung bestimmt den Willen, nicht der Wille die Neigung. Glück ist nur in einer Neigung, die gegenseitig ist. Deshalb geht aller Liebeszauber, der geübt wurde und geübt wird, darauf aus, die Neigung durch magische Praktiken zu bestimmen, und der Aberglaube knüpft an diese Praktik an. Das, was die Dichter, was die Philosophen von der Liebe sagen, unterscheidet sich. Doch kommen beide darin überein, dass Glück und Unglück untrennbar miteinander verbunden sind. Die Griechen waren der Ansicht, dass Eros ein Gott war, und auch Sokrates hielt ihn dafür. Vielen galt er als einer der ersten und ältesten Götter, zugleich aber als einer der jüngsten, da die Anfänge jugendlicher sind als das, was ihnen folgt, und so gesehen die Väter jünger sind als die Söhne. Hesiod, der ihn zuerst mit Namen nennt, sagt von ihm, dass er nicht nur einer der ältesten Götter, sondern auch der schönste sei. Im Gastmahl des Platon aber steht es anders. Dort erzählt Sokrates, dass er zu der Priesterin Diotima kam und diese ihm belehrte, dass Eros kein Gott sei. Ob nun diese Diotima nur ein Name war, den Sokrates erfand, um seine Erzählung zu schmücken? Oder ob er bei diesem Namen an eine bestimmte Person dachte, kann dahingestellt bleiben, weil es am Sinn der Erzählung nichts ändert. Gewiss ist, dass Diotima weiser war als Sokrates oder dass er sie für weiser hielt als sich selbst. Er wäre ja sonst nicht zu ihr gekommen, um sich belehren zu lassen, und sie hätte seinen Glauben, dass Eros ein Gott ist, nicht umstoßen können. Das nun, was hier erzählt wird, gehört nicht mehr der Mythe an, sondern ist ihre philosophische Auslegung. Eros, sagt Diotima, ist weder schön noch hässlich, ist auch nicht glückselig wie die anderen Götter,
ist gar kein Gott, sondern ein Mittelwesen zwischen Göttern und Menschen, ein Bote und Dolmetscher, der zwischen ihnen vermittelt. Alles Dämonische, sagt sie, ist ein Mittelglied zwischen Göttern und Menschen, die sich nicht unmittelbar begegnen und berühren. So ist auch Eros ein großer Dämon. Er ist, heißt es weiter, ein Kind von Armut und Reichtum. Beide werden von Diotima Götter genannt und beide werden von ihr Eltern des Eros genannt. Durch beide wird er das, was er ist. Da die Armut seine Mutter ist, ist er beständig arm. Ist auch nicht schön, sondern rau und ungepflegt, läuft barfuß umher und schläft unter freiem Himmel auf der nackten Erde. Stets ist er wie seine Mutter dürftig und bedürftig. Aber vom Vater her stellt er allem Schönen nach, ist ein rastloser Jäger, schmiedet Ränke, zaubert, mischt Gift, ist ein Sophist. Er ist kein Gott, denn am gleichen Tage welkt er und schrumpft ein, wächst, blüht und gedeiht. Sein ganzes Leben hindurch ist er, wie Diotima sagt, ein Philosoph. Weiter brauchen wir in der Erzählung nicht zu gehen. Es bleibt die Frage, was hier Ernst und was Scherz ist. Sokrates war, so wie ihn Platon darstellte, nicht nur ein großer Dialektiker, ein Athlet, der in dieser Ringkunst des Wortes geschult war. Er war auch ein Meister der Ironie. Und bei ihm ist stets zu beachten, wo diese Ironie einsetzt und wo sie endet. Eros, sagt Diotima, ist ein Philosoph. Die Götter aber philosophieren nicht, da sie weise sind, also kein Bedürfnis nach Weisheit haben. Auch die Leute, die keinen Verstand haben, philosophieren nicht. Wohl aber die Philosophen, die nicht weise sind, sondern nach Weisheit streben. Sie sind wie der Eros Mittelwesen. Dass sie gleich ihm Dämonen sind, wird nicht gesagt. Die meisten und auch du, sagt Diotima zu Sokrates, stellen sich den Eros ganz anders vor, als er ist. Er ist nicht, wie sie denken, das Geliebte, sondern das Liebende. Was ergibt sich daraus? Der Liebende ist, wenn es sich so verhält, der Beschaffenheit und dem Wesen des Eros gleichzusetzen. Der Dämon, der in ihm ist, gibt ihm die Züge des Eros. Was können wir uns von alledem zueignen? An den Eros, sei er Gott, sei er Dämon, denken die Liebenden nicht, weil er unsichtbar bleibt, sich ungesehen einschleicht und sich auf die gleiche Weise entfernen. Oh, danke schön. Zwar wissen die Liebenden, dass sie über ihre Neigung nicht frei verfügen können. Sie haben sie ja weggegeben, hingegeben, verschenkt und sie mussten das tun. Es stand ihnen nicht frei. Daran hat sich nichts geändert. Das, was die Weise Diotima vom Eros sagt, betrifft den Menschen und begegnet ihm. Der Mensch ist bedürftig und leidet Mangel. Er ist in seiner Liebe sehnsüchtig und alle Sehnsucht ist Mangel, der sich fühlbar macht, der nach Beseitigung, nach Erfüllung verlangt. Die Wünsche sind sehnsüchtig. Das geht schon. Hier. Funktioniert nicht. Die Wünsche sind sehnsüchtig. So scheint es, dass Sokrates die Diotima mehr über den Menschen als über den Eros sagen lässt. Und die Dichter, deren Stimme gewichtig ist, sind ihm darin nicht gefolgt. In dem aber, was Diotima vom Eros sagt, ist nichts Zufälliges. Das Dämonische, das sich in Neigung
und Abneigung zeigt, ist nicht zufällig. Eros wird geflügelt dargestellt. Und auch die Scharen von Eroten in der Dichtung und auf den Bildern haben Flügelchen. Sie gehören zu den spielenden, geflügelten Wünschen der Liebenden, den Schmetterlingen der Liebe und haben etwas Kindliches, für ernsthafte Leute oft Kindisches, obwohl auch die ernsthaftesten Leute von ihnen nicht verschont bleiben. In den Neigungen, in der Liebe der Geschlechter zeigt sich ja manches Kindliche und auch Kindische. Verliebte ziehen sich zurück, vereinsamen, sind ungesellig, weshalb die lieblose Gesellschaft, die nichts von ihnen hat, sich über sie lustig macht. Kranke, Verrückte, Wahnsinnige werden sie von den Verständigen genannt. Ein gutes halbes Jahrtausend nach dem Gastmahl erschien eine Erzählung, die oft als ein orphischer oder platonischer Nachklang bezeichnet wird. Doch kommt darauf nichts an. Die Suche nach Motiven führt vom Gang des Geschehens ab. In den Metamorphosen des Apuleius steht die Erzählung von Amor und Psyche. Psyche ist keine Göttin, sondern die Tochter eines Königs und von solcher Schönheit, dass sie den Neid der Venus erregt. Sie schickt ihren Diener, den Amor, zu ihr mit dem Befehl, sie verliebt zu machen, und zwar in den verächtlichsten aller Menschen. Doch führt Amor diesen Auftrag nicht aus. Bezaubert von der Schönheit der Psyche, gesellt er sich zu ihr, besucht sie in jeder Nacht und verlässt sie bei Anbruch des Tages. Unsichtbar, unerkannt, weilt er bei ihr. Sie weiß nicht, wer er ist, und sie darf es nicht wissen. Er verbietet ihr jeden Versuch, sich darüber eine Kenntnis zu verschaffen. Die Schwestern der Psyche, die um ihr Liebesglück wissen und neidisch sind, reden ihr ein, dass sie in jeder Nacht von einem Ungeheuer besucht wird. Verführt durch die eifersüchtigen Schwestern, schleicht sie mit einer Lampe zu dem schlafenden Geliebten. Was sieht sie da? Kein Ungeheuer, sondern den schönsten aller Götter. Die Lampe zittert in ihrer Hand, und ein Tropfen des heißen Öls fällt auf den Schlafenden. Er erwacht, schilt sie wegen ihres Verrats und entflieht. Trostlos irrt sie umher und sucht vergebens den Entschwundenen. Das ist der erste Teil der Erzählung, die von nichts anderem handelt als vom Glück und Unglück der Liebe. An ihrer allegorischen Erklärung hat es nicht gefehlt. Doch haben solche Erklärungen etwas Lebloses, sind auch kein musisches Gelingen, Anliegen, sondern lösen es auf und zerstören es. Der liebende Gott warnt die Geliebte und verbietet ihr, sich über ihn Gewissheit zu verschaffen. Ihn bei Licht zu besehen und zu erkennen, ist ihr verwehrt. Heimlich gegen seinen Willen ihm zu nahen, hat er ihr untersagt. Sie hat versprochen, das nicht zu tun. Warum naht sie ihm mit der Lampe, die das Öl enthält, und den heißen Tropfen, der auf ihn fällt und ihn weckt? Psyche zweifelt an der Schönheit ihres Geliebten. Sie ist zart und schön, aber sie ist auch unruhig, ist neugierig, so neugierig, wie es junge Mädchen sind. Psyche heißt im Griechischen auch der Schmetterling, und von jeher wird sie wie Eros mit Flügeln dargestellt. Das, was Apuleius erzählt, zeigt Raphael in den Fresken der Villa Farnesina.
warnt Amor sie, weil er der Venus verbergen will, dass er ihren Befehl nicht ausgeführt hat? Aber wie könnte der Göttin, der alle Liebesneigung untersteht, diese verborgen bleiben? Die Warnung, die der Gott ausspricht, gilt allen Liebenden. Zweifel, Misstrauen, Neugier zerreißen das Band, das die Liebenden verbindet. Neugier ist eine Versuchung und sie hat viele Formen. Zart und schön wie der Gott ist seine Geliebte. Mit den Fingern kann der Mensch ihre Flügel nicht berühren. Und so wie Psyche sich gegen den Gott verfehlt, kann der Mensch sich gegen die Psyche verfehlen, als Liebender und als Nichtliebender. Wir wünschen denen Glück, von denen wir uns verabschieden oder denen wir schreiben, denen, die ein Fest feiern und denen, die einer Gefahr entgegengehen. Das mag oft formelhaft geschehen, mit konventioneller Höflichkeit, ohne innere Teilnahme. Doch kann eine Zuwendung guter Wünsche nicht ohne Folgen bleiben. Das gilt auch für die schlechten, absprechenden, missgünstigen, an denen so wenig Mangel ist wie an den guten. Segen und Fluch lösen sich nicht in Luft auf. Wenn nun abgesehen wird von den Glücksfällen, von all dem, was der Zufall herbeischafft und wegnimmt, worin gründet dann das Glück? Wenn alles von außen kommende nicht hinreicht, was reicht dann hin, um von einem anderen Menschen sagen zu können, dass er glücklich ist? Stoiker, Epikuräer und Christen sind darüber verschiedener Ansicht. Das Ziel unterscheidet sich und mit ihm der Weg. Ist ihnen etwas gemeinsam? Dieses Wohl, dass sie vor das Glück den Verzicht setzen, das heißt die Grenze, durch die es sowohl eingeschränkt wie gefestigt wird. Stets ist der große Haufen anderer Ansicht. An ihn denkt Horaz in seiner Ode O die profanum vulgus et actio und weist ihn im ersten Vers schon zurück. Horaz, der von der Stoa nicht unberührt war, doch dem Epikur zuneigte, setzt als Bedingung des Glücks, dass jeder nur das begehren darf, dessen er bedarf. Insofern er selbst diese Bedingung erfüllt und nicht überschreitet, nennt er sich einen Glücklichen. Glücklich war Horaz auf dem Landgut, das ihm sein Freund Mäzenas geschenkt hatte. Dieses Geschenk verdankte er nicht dem Zufall, sondern der Neigung. Es war keine Latifundie, die er erhielt, sondern ein kleines Gut, ein Refugium, das ihn dem Lärm und Getriebe der Stadt enthob und von wirtschaftlichen Sorgen befreite. Nicht jeden hätte der Besitz dieses Gutes glücklich gemacht. Für manchen Römer wäre es zu gering gewesen, um sich daran zu freuen. Für manchen nur eine Last, so für die, die das Leben in der Weltstadt Rom allem ländlichen Leben vorzogen. Seine Villa gehörte nicht zu den prächtigen Villen der großen Herren, nicht zu denen, die Plinius und andere beschrieben haben. Sie hatte etwas Rustikales. An Wein und Brot fehlte es nicht. Nicht an einem ländlichen Gastmahl für die Freunde, die ihn besuchten. Das Gut erhielt sich bei ihm. Einen Halt hat nur das, was wir halten. Was wir nicht halten können, verlässt uns. Die Dinge haben ihren Halt in uns und wo er ist, bleiben sie,
Wo keiner ist, suchen Sie ihn bei anderen. Der Spieler, zu denen der Spekulant gehört, halten nichts. Der Gegenstand der Spekulation wechselt wie der Spielgewinn seinen Besitzer. Nichts aber lag Horaz ferner. Das Gut beglückte ihn nicht, weil es verändert, gemehrt, in seinem Ertrag gesteigert werden konnte. Es war kein Kapital für ihn, keine Einnahmequelle, die für andere Zwecke eingesetzt werden konnte. Er beschied sich mit ihm und hätte sein Gut im Sabinischen Tal für keinen Reichtum hingegeben. Halt kann nur im Maß liegen, und er hielt sich ans Maß, dass den, der Maß hält, die Götter lieben, dass sie alles Maßlose hassen, sagt er selbst. Er wusste, dass das, was ihm geschenkt worden war, ihm nicht allein gehörte, dass sein Haus und alles, was zu ihm gehörte, Baum, Hain, Frucht, Saat, Quell, einem höheren Schutze unterstanden. Ihm schuldete er Dank. Er vergaß nicht, dass die Dinge, die uns anheimgegeben sind, nicht nur uns gehören, sondern sich selbst und der Gottheit, die bei ihnen verweilt, bei Quelle, Fluss und See, bei den Bäumen und den Bergen. Schon deshalb müssen sie geschützt, gepflegt, fürsorglich behandelt werden. Sie sind geheiligt und dürfen nicht verunreinigt werden. Wenn Horaz die sabinischen Berghöhen hinaufstieg, Praeneste besuchte, nach Tibur oder Baiae ging, dachte er daran. Er gedachte insbesondere der Musen, in deren Dienst er sich wusste, denen er gehörte und deren Weisungen er folgte. Daran denkt heute niemand mehr, gewiss nicht der, der aus der Natur alle guten Geister ausgetrieben hat. Etwas anderes ist noch zu bedenken. Was wäre dieses sabinische Landgut ohne Horaz, ohne den musischen Menschen gewesen? Ein Strich Land, wie jedes andere, ein Stück Land, an das niemand mehr denken würde. Horaz aber hat sein Gut nicht nur genutzt und gebraucht, er hat das, was ihm geschenkt wurde, selbst beschenkt, so beschenkt, dass wir uns heute noch seiner erinnern, dass die Verse, die sein Glück bezeugen, auch uns beglücken. Er sah das voraus. Er wusste, dass seine Verse dauerhafter waren als das Erz, das vom Roste zerfressen wird. Wenn nun die Frage gestellt wird, was getan, was unterlassen werden muss, um glücklich zu sein, so ist das eine Frage der Vernunft. Was aber hat die Vernunft mit dem Glück zu tun? Solche glücklichen Leute wie der Hans im Glück des Märchens oder der Eichendorffsche Taugenichts werden von allen verständigen, vernünftigen Leuten für unverständig und unvernünftig gehalten. Aber die närrischen Leute sind glücklicher als die Ernsthaften. In der verkehrten Welt nimmt das Glück zu. Der Narr, sagt Nietzsche, ist der an Leben Reiche. Das Glück ist kein Springbrunnen, der eingestellt und abgestellt werden kann. Es ist nicht machbar, lässt sich nicht künstlich verfertigen, ist kein Surrogat, keine Droge, die den Willen lähmt. Doch setzt es eine Beschaffenheit des Menschen voraus, ein sinnliches, seelisches, geistiges Vermögen, ohne dass es nicht einmal wahrgenommen werden kann. Zum Segeln gehört Wind, zum Singen eine Stimme. Wenig braucht es, um ein Kind zu beglücken, und seine kindliche Beschaffenheit gehört dazu.
Der Erwachsene hat dieses Glück vergessen. Er empfindet es nicht mehr. Wenn jemand ein Recht auf Glück proklamiert, ist zunächst die Frage, wie er dieser Forderung genügt. Was tut er, um einen solchen Anspruch glaubwürdig zu machen? Niemand kann glücklich sein, der nicht die Fähigkeit besitzt, andere zu beglücken. Das Glück gehört nicht zu den Schätzen, die in einer Truhe verschlossen werden können. Es gibt kein Recht auf Glück, gibt keine Rechtsordnung, in die es sich einfügen ließe. An Wünschen fehlt es nicht. Und das Märchen zeigt, wie selbstsüchtig, fehlerhaft, kurzgedacht, gefräßig und unheilbringend Wünsche sind. Wenn nun alle groben, massiven, vulgären Gedanken vom Glück entfernt werden, alle Wünsche, die nach der Sättigung Überdruss bringen, was bleibt dann? An den Stillstand, an die Stagnation knüpfen sich keine Glückserwartungen. Schon der Zufall zeigt, dass im Glück eine Bewegung ist, und das gilt überall. Wenn gesagt wird, dass der glücklich ist, der in Übereinstimmung mit sich lebt, so reicht das nicht hin. Seine Bewegung endet nicht, wenn der innere Streit geschlichtet ist. Sie beginnt erst. Wie aber ist die Bewegung beschaffen, die den Menschen beglückt? Ist besser hier. Sie ist rhythmisch. Der Rhythmus ist nicht nur die zeitliche Folge und Wiederkehr der Bewegung. Diese Bewegung wird zugleich erinnert und bejaht. Wenn sie im Menschen nachlässt, was geschieht dann? Die Langeweile breitet sich aus. Wenn die Bewegung verletzt wird, sei es leiblich, seelisch, geistig, ist das eine Störung, die das Glück beeinträchtigt. Dort schon, wo die alltäglichen Verrichtungen und Wiederholungen des Menschen dem Menschen schwerfallen, zeigt sich die Störung. Wenn aber die rhythmische Bewegung zunimmt und stark wird, beginnt er zu tanzen. Er tanzt nicht nur mit den Füßen. Wenn er sich so bewegt und bewegt wird, ist kein Unterschied in den Bewegungen. Sie sind eins. Im Rhythmus ist eine zeitliche Folge und Wiederkehr in der Symmetrie eine räumliche. Der Mensch, so heißt es, zeigt in Gestalt, Wuchs und Gliederung eine beiderseitige Symmetrie. Sie ist vertikal, und unter allen Lebewesen hat nur er diese vertikale Symmetrie. Er ist gerade, geht aufrecht, hält den Kopf hoch, ist stolz darauf und leitet seine Tugenden davon ab, seine Geradheit, Aufrichtigkeit und vieles andere. Wie die Verletzung des Rhythmus die glückliche Bewegung mindert und enden lässt, so auch jede Störung unserer Symmetrie, sei sie leiblich, seelisch oder geistig. Wenn die zeitliche und die räumliche Bewegung eins werden, sind sie dann Quellen des Glücks? Entspringen sie in uns? Gewiss, aber unser Wille allein reicht nicht hin dafür. Noch ist zu fragen, was solche Erwägungen vermögen. Abschließen lassen sie sich nicht. Es gibt keinen Schlüssel, der das vermag. Und das Wesentliche ist noch nicht gesagt. Was ist alles Glück ohne freie Bewegung?
Und worin besteht das Unglück, wenn nicht in ihrer Behinderung? Der Mensch, der sich einschließt oder eingeschlossen wird, ist nicht glücklich. Ob seine Zelle winzig ist oder geräumig, ändert daran nichts. Freie Bewegung gibt es nicht ohne Offenheit und Weite. Der Blick darf nicht verstellt sein durch Menschen und Dinge. Das aber ist ein neues Kapitel, ein anderes Kapitel, an dessen Stelle ich hier zum Schlusse nur drei Strophen setzen werde. Auch wenn du siebenmal klopfst, wird dir nicht aufgetan. Das Pochen half nichts, so laut es auch lärmte. Wozu denn pochst vor der Tür, du, die sich nicht öffnet, ohne den Pförtner? Wozu brauchst du den Pförtner? Gibt es Schlüssel zur Weite? Rüttle am Riegel nicht mehr und verlass das verlassene Haus jetzt. Das wär's.